Auf einer Länge von über 37 Kilometern erstreckt sich Duisburg am Ufer des Rheins. Dem Schutz vor Überschwemmung dient ein knapp 8 Kilometer langer Deich zwischen Düsseldorf-Bockum und Duisburg-Ehingen im Stadtteil Mündelheim. Dieser ist nun etwas in die Jahre gekommen und muss an einigen Stellen erneuert werden. Die Deichsanierung ist aber nur ein Teil der Baumaßnahmen. Der Deich ist bereits sehr alt hier in Mündelheim, von daher muss der Deich saniert werden. Aber das Wesentliche ist aus, dass nicht nur der Deich saniert wird, sondern dass wir auch den Deich an einer Stelle zurückverlegen, um dem Wasser mehr Raum zu geben, damit bei Hochwasser nicht so viel Wasser den Fluss hinabläuft und dadurch kann der Wasserpegel um 10 cm gesenkt werden. Mit der Rückverlegung des Deichs wird ein sogenannter Retentionsraum geschaffen. Auf 60 Hektar Fläche wird dem Rhein eine zusätzliche Möglichkeit geboten, sich bei Hochwasser auszubreiten. Nach langjähriger Planungsphase begannen im letzten Jahr die vorbereitenden Arbeiten. Mit Ende der Hochwassersaison begannen nun die eigentlichen Sanierungs- und Rückverlagerungsmaßnahmen. Symbolisiert durch den obligatorischen Spatenstich, ein wichtiger Tag für den Duisburger Hochwasserschutz. Es sind 300.000 Menschen in Duisburg vom potenziellen Hochwasser betroffen, die durch Deiche geschützt werden und Werte in der Größenordnung von 330 Milliarden Euro. Also von daher ist der Hochwasserschutz wirklich eine wichtige Angelegenheit für Duisburg und das unterstreicht natürlich der heutige Termin nochmal, wie wichtig das ist. Die Bedeutung dieses Tages zeigt die Anwesenheit von Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link und NRW-Umweltminister Johannes Remmel, der Hochwasserschutz als Gemeinschaftsprojekt versteht. Es ist eine Gemeinschaftsanstrengung, Stadt Düsseldorf, Stadt Duisburg, Bezirksregierung, viele Firmen, die hier sich anstrengen. Hochwasserschutz kann nur gelingen, wenn es gemeinsam passiert. Es ist auf dem Weg, dass wir Nordrhein-Westfalen extremwetterfest machen, weil wir müssen damit rechnen, dass noch mehr Ereignisse auf uns zukommen werden, die wir so nicht kennen. Hochwasser, Starkregenereignisse und deshalb ist es unsere Gemeinschaftsaufgabe, uns dem Klima anzupassen, das sich verändert. Der Umweltminister durfte auch gleich selbst Hand anlegen und mit den Baggerarbeiten beginnen. Die restliche Arbeit will er aber dann doch den Profis überlassen. Naja, das gehört dazu. Die Arbeit machen aber eigentlich andere und insofern stören solche Ereignisse die konkreten Bauarbeiten. Aber naja, als Kind hatte man immer mal die Vision, irgendwie im Bagger fahren und klar, ist spannend. 57 Millionen Euro kostet die Baumaßnahme, die bis Sommer 2018 fertiggestellt sein soll. Weitere Sanierungen sind vorgesehen. Die Deicharbeiten in Duisburg-Mündelheim sind ein wichtiger Schritt zur Realisierung eines nationalen Hochwasserschutzprogramms.